Leute, ich bin's Conny und heute machen wir uns wieder auf die Suche nach Free Robux. Dafür gehen wir natürlich auf Roblox.com und suchen dort nach Free Robux. Ich gehe erstmal in das neueste Spiel rein, das jetzt ganz vorne ist mit 1300 Spielern, die 4 Millionen Robux Obby. Da bin ich mal gespannt, was diese Obby zu bieten hat. So, das ist doch mal ein interessanter Anblick. Was sehe ich hier? Hier unten ist irgendwie ein GUI. Monkey. Ach, ich kann hier andere Dances auswählen. Sleep. Ich schlaf. Okay, dann gibt es hier eine Donate-Chest mit so einem grünen Follow-Effekt, wo angeblich 4 Millionen Robux drin sind. Ich bezweifle, dass hier wirklich 4 Millionen Robux drin sind. Vielleicht sind hier sogar 99.000 Robux drin. Das kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, weil irgendwelche Leute da was reinpacken. Aber dass da 4 Millionen drin sind, das glaube ich nicht. Robux Obby. Okay, jetzt gehe ich hier raus aus der Kuppel und bin dann hier. Und dann fängt einfach die Obby an. Ich meine, das muss ich dir lassen. Sie ist immerhin stylisch. Vor allem dieser Stern da hinten. Ui. Aber Skip Stage. Was kostet mich Skip Stage? 5 Robux. Okay, das ist wahrscheinlich ein Killpart. Also beruhige ich das mal nicht und gehe hier einfach weiter. Ach ja, und es läuft übrigens auch Musik, die sollte ich vielleicht mal ausmachen, weil Musik ist nicht immer copyright-free. Game Passes gibt es auch noch. Man kann sich eine Donation kaufen, VIP oder eine Big Donation für 11 Robux und eine Legend Donation für 199 Robux. Also bis jetzt sieht es eher danach aus, als würde der Spielersteller gerne Robux haben wollen. Und das habe ich auch in meinem letzten Video zu dem Thema angesprochen. Wenn ihr wirklich gratis Robux haben wollt, ist der beste Weg dafür wirklich, ein eigenes Roblox-Spiel zu veröffentlichen. Und die einfachste Art von Roblox-Spielen, die man machen kann, sind das hier Google Home-Dinger? Ich würde mal sagen, ja. Ist halt eine Obby zu entwickeln. Obbys sind richtig einfach, weil da muss man gar nicht viel programmieren können. Die Grundpfeiler für eine Obby, die sind halt Stages. Und alles andere könnt ihr dazu coden, wenn ihr euch da schon ein bisschen mehr comfortable fühlt und der Meinung seid, dass ihr besser geworden seid inzwischen. Aber grundsätzlich müsst ihr eigentlich nur so ein Ding hier bauen und ganz im Ernst. Wer baut heutzutage noch Obbys? Es gibt schon so viele fertige Obbys. Hier sieht so aus, als wurde sie wirklich von einer Person extra hierfür gebaut. Vielleicht wurde das dann auch nochmal geklaut und weitergeklaut und weitergeklaut und ist jetzt so hier gelandet. Aber diese Obby hat immerhin einen uniken Style. Auch wenn es mir nicht gefällt, dass diese Parts hier grün sind, während die Killparts auch grün sind. Aber okay, ich finde sie ganz schön eigentlich. Ich meine, das muss ich hier lassen. Vor allem das Ding da hinten. Wer hat das denn alles gebaut? Wow. Auf jeden Fall kann ich euch gleich mal zeigen, wie man eine Obby baut, ohne eine Obby zu bauen. Das ist auch ganz einfach. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Laptop oder ein PC. Am Handy geht's leider nicht. Aber wenn ihr am Handy auch lernen wollt, wie man Roblox-Spiele entwickelt, dann kann ich dazu auch mal ein Video machen, weil ihr könntet erstmal grundsätzlich lernen, wie man überhaupt programmiert. Und da gibt es auch viele Möglichkeiten, am Handy zu lernen, wie man programmiert. Und glaubt mir, auch wenn ihr glaubt, ihr könnt nicht programmieren und deswegen wollt ihr es gar nicht erst versuchen. Niemand kann programmieren, bevor er es einmal versucht hat. Man muss klein anfangen. Und die ersten Schritte sind wirklich die schwersten und es dauert lange und fühlt sich ewig an. Aber ihr lernt so viel und das könnt ihr so umfangreich einsetzen. Ihr müsst unbedingt anfangen zu lernen, wie man programmiert. Und gerade wenn ihr erwachsen seid, dann wird das wahrscheinlich noch viel wichtiger sein, als es heute ist. Heute kommt man als Erwachsener noch gut drum herum, Sachen programmieren zu können. Aber in der Zukunft, glaube ich, ist es in jedem Job nützlich, wenn ihr grundsätzlich erstmal wisst, wie ein Computer funktioniert. Ich meine, wisst ihr, wie ein Computer funktioniert? Ich wollte gerade sagen, schreibt es mir in die Kommentare, aber ich brauche jetzt keine 30.000 Zeilen Kommentare. Ich würde auch sagen, sind das hier vielleicht... Oh, ich habe die Killparts nie berührt, weil das keine Killparts sind, das sind eigentlich die Stages. Oh, ich bin jetzt bei Stage 1. Ich bin bei Stage 1, weil ich jetzt einmal eine Stage berührt habe. Ich berühre die nächste Stage und was passiert? Gar nichts. Ich bin immer noch bei Stage 1. Also das scheint hier nicht so gut zu funktionieren. Oder es liegt halt wirklich daran, dass ich die ganzen anderen Stages geskippt habe, weil ich dachte, das wären Killparts. Naja, dann werde ich wohl nie schaffen. Wenn ich runterfalle, bin ich vorbei. Aber ich will schon. Ich will noch zu den Sternen da oben und dann gehen wir rüber zum nächsten Spiel. Hier gibt es auf jeden Fall... Ich meine, ich muss den lassen. Das ist wirklich eine coole Obby, die die hier gebaut haben. Das sind alles keine Killparts. Naja, also kann ich die einfach berühren. Naja, ich gehe jetzt hier noch rüber. Und dann zeige ich euch gleich mal was. Das waren eben aber schon etwas schwierigere Sprünge. Vorher musste man ja fast einfach nur durchlaufen und nie richtig springen. Aber eben... waren das sogar Sachen, wo man wirklich springen musste. Der Homie ist gerade runtergefallen, kam auf sein Leben nicht mehr klar, hat es aber überlebt. Und wir sind fast bei den Sternen angekommen, Leute. Wir sind fast bei den Sternen angekommen. Es bringt mir gar nichts, diese Parts hier zu berühren. Aber naja. Ach, hier muss man gar nicht durch, sondern das ist da einfach so. Oh, das ist erst da oben. Okay, wir müssen noch eine Runde drehen. Dann drehen wir auch noch eine Runde. Augenblick. So. Aber gleich haben wir es. Gleich haben wir es geschafft. Wir sind gleich bei dem riesen Sternending. Nein!
Oh Gott, warum wurde ich jetzt so unvorsichtig? Ich hätte sterben können, dann wäre ich wieder bei Stage 1. Wenn ich runterfalle, bin ich wieder ganz am Anfang. Das darf ich nicht machen. Conny, du musst dich jetzt konzentrieren. Du musst dich jetzt konzentrieren, Conny. Okay, Alter, ist das abgespaced. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das Epilepsie auslösen kann bei Leuten. Also, falls ihr anfällig für epileptische Anfälle seid, dann schaut nicht hin, nicht hingucken, please. Wir sind gleich durch. Wir sind gleich durch. Hier muss man nicht mal springen. Ich kann einfach durchlaufen. So. Und wir sind raus. Okay, wir sind raus aus diesem riesigen Höllenteil, das wahrscheinlich auch ein paar Handys zum Struggeln bringt, weil da so viel passiert. Jetzt komm, kann ich hier ranspringen? Ah, schade. Na gut, ich fall runter und bin wieder am Anfang, weil ich die Stages nicht gemacht habe. Okay, ich zeige euch jetzt einmal, wie ihr eure eigene Obby bauen könnt, ohne eine eigene Obby zu bauen. Und zwar gibt es hier im Roblox Developer Forum einen Post von 28y8, in dem er eine Self-Generating Obby gepostet hat. Für mich gar nicht so interessant, aber ich dachte, vielleicht ist das für euch ja mal was Interessantes. Das ist halt ein Spiel, bei dem sich die Obby selbst baut. Das hat er alles selber gemacht und er hat es einfach zur Verfügung gestellt als Uncopylocked Game. Da gucken wir einfach mal, was draus wird. Wenn ich jetzt hier raufgehe, oben rechts könnt ihr auf Bearbeiten oder auf Download drücken. Wenn ihr auf Bearbeiten klickt, kommt ihr direkt in Roblox Studio rein. Auf Download ladet ihr die Datei herunter. Ich gehe jetzt einfach mal auf Bearbeiten, um euch zu zeigen, was passiert, wenn ihr die Datei dann im Roblox Studio öffnet. So, als allererstes fällt to load Game Assets. Das liegt einfach daran, dass wir ein Spiel bearbeiten wollen, das uns gar nicht gehört. Weil ihr seht, in diesem Spiel ist gar nichts drin. Und wenn wir hier jetzt oben auf Play drücken, dann lädt das Spiel erstmal und es gibt so einen Ladebildschirm, den er eingebaut hat. Den kann man ja auch wieder entfernen. Game is loading. Und jetzt stehe ich hier und habe hier jetzt eine Obby vor mir. Ich kann hier rüber hüpfen. Hopp, nächste Stage. Lauf hier einfach runter. So, hab die nächste Stage geschafft. Ich weiß gar nicht, darf ich die berühren? Nee, ich darf die nicht berühren. Okay. Die darf man nicht berühren, das ist auch interessant. Hopp. So, wenn ich jetzt runterfalle, blub, lande ich direkt wieder hier. Einfach eine komplett fertige, ganz normale Obby. Das tötet mich, also gehe ich hier durch und dann gehe ich hier durch. Genau. So, hier rein, hopp, 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 hopp. Diese Obby hat sich einfach selbst gebaut. Ich kann es euch beweisen. Ich drücke jetzt hier oben auf Stopp, dann wird das Spiel gestoppt. Ich drücke nochmal auf Play, dass das Spiel nochmal neu geladen wird. Jetzt müssen wir natürlich wieder diesen langen Ladebildschirm abwarten. Da müssen wir auch gleich nochmal gucken, wie wir den entfernen können. So, und jetzt hat das Spiel geladen und wir stehen hier und das ist auf einmal wieder was ganz anderes. Auf einmal haben wir diese Stage hier ganz am Anfang, wo man hier so rüberspringen muss. Die Stage hier, die haben wir vorhin schon mal gesehen, aber mit ganz anderen Farben haben wir die gesehen. Und jetzt sind wir hier und dürfen wir die Parts berühren? Ja, die dürfen wir berühren. Also einfach wieder komplett neue Stages. Aber es ist nicht so magisch, wie es vielleicht scheint. Ich habe es mir eben ein bisschen genauer angeguckt. Diese Obby Stages, die haben sich nicht komplett alleine gebaut. Die wurden alle vorgebaut und dieses Spiel würfelt die Stages einfach nur wild neu zusammen und gibt denen dann auch noch neue Farben. Und das ist alles, was es eigentlich macht. Und ab und zu wird es auch gedreht, geht nach oben, nach unten. So, jetzt aber hier hoch, 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 noch höher, komm, noch höher, komm, hoch, hoch. Und wir sind ganz oben, perfekt. Dann kann man hier einfach wieder rüberlaufen. Nop, op. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. So, ich drücke jetzt wieder hier oben auf Stopp. In dem Spiel sind natürlich auch Credits eingebaut von den Erstellern. Er hat im Dev-Forum aber auch geschrieben, dass man die Credits entfernen darf. Dafür könnt ihr hier einfach in das Starter-GUI reingehen, dann auf Client, dann auf den Settings-Frame. Ich kann den Settings-Frame einmal anklicken und dann hier auswählen, scrollen wir ein bisschen runter, Visible anmachen. Dann seht ihr auch hier diesen Settings-Frame. Ist einmal Credits und ihr könntet theoretisch Credits zu euch selber geben. Ihr könntet jetzt einfach hier reingehen, dann auf Container klicken, den Container öffnen, auf Info klicken und in Info ist hier die Description drin. Und die könnt ihr einfach ändern. Dann scrollt ihr hier runter, Follow on for Updates und dann könnt ihr hier zum Beispiel euren Twitter-Ad reinschreiben. Zum Beispiel ConnyYT. So, falls ihr mir noch nicht auf Twitter folgt, dann könnt ihr das jetzt gerne tun. So viel tweete ich gar nicht. Falls ihr euch dafür interessiert, wie das alles funktioniert, könnt ihr hier natürlich in Server Script Service reingucken und die ganzen Scripts einfach durchschauen. Hier werden einfach Module geladen. Hier sind die Module drin, Achievements, Chat, Checkpoints, Collisions werden deaktiviert. Wenn ihr wollt, dass Spieler miteinander kollidieren können, dann könnt ihr das Modul einfach löschen. Market ist dafür da, dass Game Pässe verkauft werden können. Das müsstet ihr natürlich alles für euch noch einstellen, weil momentan werden hier Game Pässe aus einem anderen Spiel verkauft. Und wenn ihr eure eigenen Game Pässe verkaufen wollt, dann müsst ihr natürlich eure eigenen Game Pässe erstellen. Und dann könnt ihr die IDs von euren Game Pässen hier reinhauen. Der hier ist für Cloud, der hier ist für die Gravity Coil, der ist für die Speed Coil. Diese vier Game Pässe sind hier drin, die könnt ihr euch dann natürlich selber noch machen. Dann haben wir hier noch Settings und ihr könnt in den Settings natürlich einstellen, es gibt 300 Stages. Das könnt ihr höher stellen, dann werden mehr Stages erstellt. Turnpoint
Checkpoint zeigt einfach, wie häufig die Stages nach links oder nach rechts sich drehen. Wenn ihr hier auf Obby geht, habt ihr hier Obby und hier haben wir einmal Generation. Dann könnt ihr euch alles angucken und natürlich auch anpassen, wie ihr wollt. Hier wurden dann noch andere Soundeffekte für Spieler stirbt reingehauen. So, ich mache den Settings Frame wieder auf Invisible. Wenn ihr dann eure eigenen Gamepässe reinhaut, dann wollt ihr natürlich auch beim Thanks Frame hier euren eigenen Ad reinpacken. So lange lasse ich jetzt einfach mal Ad Note drin, warum denn auch nicht. Und ich gucke einmal in Replicated First rein. Ja genau, in Replicated First ist dann der Loading Screen. Und ich hau den jetzt einfach mal hier raus. Oder ich packe ihn einfach mal in den Server Storage rein, damit mit dem nichts passiert. Drück dann hier oben einmal auf Play. Das Spiel lädt. Und ich bin ohne Ladebildschirm jetzt hier drin. Weil der Ladebildschirm, der war doch einfach nur nervig. So, und dann können wir hier rüber gehen. Jedes Mal, wenn ein neuer Server von diesem Spiel geöffnet wird, sieht die Obby auch anders aus. Übrigens, hier im Server Storage sind die Stages drin. Ihr könntet hier zum Beispiel Another Walk einmal in den Workspace reinpacken. Und da seht ihr, okay, das ist einfach eine Stage. Dann haben wir hier noch eine Stage. Fügen wir zum Workspace hinzu. Und die sieht so aus. Die Parts sind colored. Farbe 1, Farbe 2. Dann gibt es einen Checkpoint. Und natürlich noch das Ende von der Stage, wo dann der nächste Checkpoint sein soll. Und wenn ihr jetzt eine eigene Stage machen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel das nehmen, duplizieren. Ich packe den ursprünglichen wieder rein. So, dann sage ich jetzt, okay, der Ball hier soll ein bisschen höher. Der Ball hier soll ein bisschen höher. Der Ball hier soll ein bisschen höher. So, und Next soll dann auch höher. Jetzt haben wir die Stage so gemacht. Und dann nenne ich Ball Jump um in Ball Jump 2. Drück dann nochmal auf Laden. Wechsel wieder rüber zum Server und dann gucken wir, ob jetzt Ball Jump verwendet. Ja, genau. Und hier ist jetzt unsere Stage verwendet worden. Stage hop, 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 hop ist drin. Perfekt. Gucken wir weiter. Okay, die brauchen dann scheinbar alle eindeutige Namen. Na gut, hätte man anders programmieren können. Aber ist ja auch egal. Dann hat jede Stage halt seinen eigenen Namen. Und wann wird sie das zweite Mal verwendet? Komm, zeig sie mir noch ein zweites Mal, please. Bei 300 Stages muss sie doch zweimal dabei sein. Ich will sie mit anderen Farben sehen. Please. Jetzt geht's hier weiter. Und da. Und weiter geht's. Und da, haha, wir haben sie ein zweites Mal gefunden. Wenn ich das jetzt anklicke, sehe ich hier auch Ball Jump 2. Die wurde jetzt schon dreimal verwendet. Jetzt habe ich sie einmal gelöscht. Na gut. Ich drücke jetzt auf Stopp. Und was ihr machen könnt, um das Spiel dann zu veröffentlichen, ist, ihr geht hier oben links auf File, Publish As, klickt unten links auf Create New Game und dann nennen wir das Super Mega Fun Obby. In eckigen Klammern, Free to Play. Wow. Super. Dann brauchen wir natürlich noch eine Beschreibung mit richtig vielen Tags. Dann drücken wir auf Create. Dadurch wird ein neues Roblox-Spiel erstellt. So, jetzt ist es auch endlich auf Testboss Boss veröffentlicht. Hier kann ich euch einmal zeigen, ihr könnt hier auf Shop gehen, dann hier auf Pass hinzufügen klicken und dann wird ein neuer Game Pass erstellt. Wir wissen ja, es gibt hier verschiedene Game Pässe, die müssen wir jetzt alle nochmal neu erstellen. Also machen wir erstmal den Cloud Game Pass. Und dann müssen wir natürlich noch Bilder dafür raussuchen. So, dafür erstellen wir ganz schnell einfach mal ein paar Game Pass Bilder. Heute ist mir nach den Farben, sagen wir mal blau. So ein Blau und so ein Blau. Da füge ich mal ganz schnell einen Transformieren-Filter hinzu. So, dann sagen wir 10. Hier sagen wir 9. Dann sage ich einfach mal auf Okay. Dann müssen wir das noch ein bisschen besser machen. Einen Augenblick. Dann sage ich einfach noch, er hat nicht ganz das gemacht, was ich wollte. Also gehe ich einfach nochmal in den Filter rein und ändere das zu einem etwas höheren Wert. Okay, 6 Kopien und 25. Ja, so passt das. Dann haben wir ganz schnell noch einen Wirbelfilter drauf. Ich würde sagen, in die andere Richtung gerne. Ein bisschen mehr vielleicht. Wunderbar. Dann nochmal so eine Ebene, der wir einfach einen Schwarz-Weiß-Verlauf geben. Den hauen wir auf rund und dann hauen wir den Ebenenstil einfach mal auf ineinander kopieren. Mit Deckkraft ein bisschen runter. So, jetzt hat das Ganze ein bisschen mehr Tiefe. Damit es nicht so ablenkend ist für euch, werde ich die Kiste hier einfach mal ein bisschen kleiner machen. So, und weil ich faul bin, male ich jetzt keine Cloud, sondern schreibe einfach Cloud. Das kriegt dann die Fortnite-Font in weiß. Drehen wir ein bisschen, packen es hier rein. Dann kriegt das Ganze natürlich noch eine Kontur in schwarz. Und dann meinetwegen noch einen Filter auf das Ganze. So kann man es gar nicht mehr lesen. Dann gehe ich jetzt hier auf Exportieren für Bildschirme exportieren und sage dann Cloud. Dann wäre der nächste Gravity Coil. Nein, dann muss ich den Zeilenabstand vielleicht noch ein bisschen anpassen. So, dasselbe dann natürlich noch mit der Speed Coil. Dann noch More Health. Und dann natürlich, was jede Obby braucht, Skip Stage. So, also können wir jetzt für den Cloud Game Pass auch das Ding auswählen. Sagen wir dann Verify Upload. Dann natürlich noch die Gravity Coil. Verify Upload. Ich habe gerade gesehen, beim Originalspiel ist es Infinite Health. Hier ist es nur More Health, aber in Wirklichkeit ist es Infinite. Dann natürlich noch die Speed Coil. Und dann kopieren wir uns natürlich die IDs von den ganzen Game Passen hier raus. Angefangen mit More Health. Können wir hier oben aus dem Link rauskopieren. Gehen rein auf Game Pass, kopieren uns die ID vom Cloud Game Pass, packen sie hier rein beim Cloud Game Pass, dann den Gravity Game Pass, pasten es hier rein, Speed Game Pass, pasten es hier rein. Das sehe ich gerade hier, ich habe noch Skip Stage vergessen, dafür können wir auch einfach hier oben auf Super Mega Obby gehen, klicken dann hier auf Game Settings, auf Monetization, scrollen nach unten,
createn ein neues Ding, Develop Product, gehen auf Edit und dann sagen wir Skip Stage. Und das kostet 3 Robux. Save. Und dann können wir hier auf die 3 Punkte gehen, auf Copy ID to Clipboard gehen, gehen dann wieder in Market rein, pasten die ID hier rein. Wofür dieses Tool Gears hier ist, weiß ich gar nicht so genau. Ob das jetzt für die Game Pass ist, kann ich gar nicht mehr genau abgleichen. Ich lasse die einfach mal so, wenn da Probleme kommen, dann werden wir das herausfinden. Wir drücken jetzt nochmal testweise auf Play, um zu gucken, wie es aussieht. So, wir sind hier drin. Weil wir der Spielersteller sind, haben wir natürlich den Cloud Game Pass. Ihr seht, ich kann fliegen mit dem Cloud Game Pass. Wunderbar. Dann gibt es die Gravity Coil und die Speed Coil. Die funktionieren auch einwandfrei. Wir haben natürlich noch vergessen, im GUI das zu bearbeiten. Also gehen wir hier nochmal auf das Starter GUI, dann auf Client, dann auf Client und dann auf Shop mit einem Doppelklick. Und dann sehen wir hier Game Passes und da müssen wir die IDs natürlich auch noch austauschen. Also gehen wir nochmal rein. Und dann haben wir hier noch Skip Stage und dafür brauchen wir natürlich auch noch die ID. Und wir erinnern uns, die kriegen wir, indem wir auf Game Settings gehen, dann auf Monetization, nach unten scrollen. Und hier Skip Stage, Copy ID to Clipboard. Pasten wir hier rein. Und jetzt sollte es aber auch wirklich klappen. So, wir sind jetzt drin. Gehen auf den Shop. Wir sehen Speed Coil owned, Cloud owned, Gravity Coil owned, More Health owned. Dann seht ihr, hier ist auch die Beschreibung. Bei den anderen Game Passen habe ich jetzt keine Beschreibung hinzugefügt. Aber wen kümmert's? Ich kann hier jetzt durchlaufen, durch die Kill Parts durch. Und sie töten mich nicht, weil ich den More Health Game Pass drin habe. Ich habe die Cloud. Und ich kann natürlich auch auf dieses Skip Stage Ding gehen. Meine 15 Robux anklicken für Skip Stage. Da steht aber, hier kostet es nur 3 Robux. Ich klicke es an, weil das ein Test-Purchase ist, weil ich es jetzt im Studio mache, werde ich dafür nicht gecharged. Klicke es an. Succeeded. Also jetzt müssen wir uns auch um Skip Stage kümmern. Dafür gehe ich einfach mal in den Skip Frame rein. Lass ihn mir nochmal anzeigen. Und wir sehen hier, da steht auf standardmäßig auch drauf, dass das 15 Robux kostet. Das wollen wir gar nicht. Da gehe ich hier auf Main, auf Purchase, auf Price. Und dann stelle ich das hier um auf 3 Robux. So, als letztes gehe ich nochmal in Server Storage, gehe in Finish, ziehe das hier in den Workspace rein, drücke F, um dort direkt hinzufinden. So, gehen wir einmal rauf, Colored, Information GUI, Description, gehen wir rein. Und hier schreibe ich einfach Shout Out to Note, weil ich möchte ihm schon Credits geben, aber ich möchte auch, dass man sieht, dass ich es noch bearbeitet habe. Wir nehmen das jetzt einfach so, wie es ist, ziehen es wieder zusammen. So, und das Letzte, bevor wir das Spiel veröffentlichen können, ist, wir brauchen natürlich für das Spiel noch ein Banner und ein Vorschaubild. Die machen wir jetzt auch einmal ganz kurz. So, dafür öffne ich jetzt einfach mal Blender. Hier rein, wechsel zur Default-Pose. So, dann setzen wir uns ein hübsches Gesicht auf, mit dem wir Freude ausstrahlen. Dann gehen wir in den Pose-Mode. Machen diesen hier. Dann einfach mal diesen hier. Gehen wir ein bisschen nach vorne. Der Arm muss auch nach vorne. Der Arm nach hinten. Gucken wir mal, wie das in der Kamera aussieht. Ja. So, jetzt haben wir eine wunderbare Laufpose. Wir wählen den hier aus. Machen den so. Schieben ihn vielleicht ein bisschen nach hinten. Und dann braucht er natürlich auch irgendwas, auf dem er springen kann. Also drücke ich jetzt einfach Shift A, füge einen Cube hinzu, skaliere den Cube um die Z-Achse ein bisschen kleiner. So, welches Material geben wir den Cube? Komm, wir geben den einfach eine hübsche Farbe. Wie wär's denn mit so einem netten Blau? Steuerung D, X. Dann haben wir hier den nächsten. Der kriegt dann natürlich noch ein eigenes Material. Und das ist gelb. Steuerung D und X. Wunderbar, ich drücke jetzt F12, um das zu rendern. Hab ein wunderschönes GFX gemacht. So, das Ganze können wir dann in Photoshop reinziehen und brauchen nur noch einen schönen Background. Und ich würde sagen, den Background, den holen wir uns auch direkt aus dem Spiel, indem wir hier auf Play drücken. Dann gehen wir auf Client und dann warten wir kurz, bis die Map sich ein bisschen generiert hat. Hab keine Lust mehr zu warten, also mache ich jetzt den Screenshot. Geh in Photoshop rein, paste den Screenshot rein, ziehen auf volle Größe, pack ihn in den Hintergrund. Da fragen sich alle, was soll denn das? Die Perspektive macht gar keinen Sinn. Wenn wir das spiegeln, dann macht es dann doch wieder ein bisschen mehr Sinn. Und dann vielleicht noch so ein bisschen Filter-Milter, damit es vielleicht ein bisschen ansprechender wird. Und dann sagen wir einfach, super fun Obby. Noch ein bisschen Camera Raw drüber. Super fun Obby Banner. Jetzt brauchen wir noch schnell ein Bild, also sagen wir 1:1. Und dann haben wir auch schon ein Vorschaubild erstellt. Also gehen wir jetzt nochmal auf die Seite von dem Spiel, gehen hier oben auf die 3 Punkte, diesen Ort konfigurieren, gehen hier auf Icon, dann sagen wir Select Datei. Dann wählen wir das, wird das Icon hochgeladen, Upload Now. Das wird dann natürlich nochmal von Roblox überprüft, also müssen wir noch einen Augenblick warten. Dann können wir auf Thumbnails gehen, hier können wir auch eine Datei auswählen und wählen dann das hier aus, sagen auch wieder Upload Image, Submit. Dann können wir auf Save drücken, gehen jetzt in das Roblox Studio wieder rein, oben auf die Game Settings, dann auf Permissions, dann auf Public, dann auf Save. Und alles, was ihr jetzt tun müsst, ist euer Spiel ein bisschen bewerben. Und je mehr Leute, ich klicke jetzt hier einfach mal rauf zum Spiel beitreten, je mehr Leute euer Spiel dann spielt, desto mehr Robux verdient ihr dann mit dem Spiel. Wir sind jetzt hier drin in dem Spiel. Hopp, hopp, hopp. Aber was ich noch sehe, ha, schaut euch das mal an. Wir müssen einmal kurz das Spiel verlassen. Wichtigsten Punkt natürlich vergessen. Wir müssen hier oben im Roblox Studio links auf File gehen und dann auf Publish to Roblox, damit das neueste Update auch zu Roblox veröffentlicht wird. Jetzt können wir das Studio auch schließen. Gehen hier nochmal rein. Gehen wir nochmal auf einen neuen Server rauf. Dann sagen wir Super Mega Fun Obby Free to Play.
Voll dämlich, weil Roblox ist eigentlich immer Free-to-Play. Aber egal, wir sind jetzt hier drin. Könnt ihr durchgehen. Bam, next stage. Und das Spiel funktioniert einwandfrei. Alle Gamepässe funktionieren, Skip-Stage funktioniert. Ich bin nur zu blöd, jetzt um diese Obby zu schaffen. Was ist denn los mit mir, dass ich eine einfache Obby nicht schaffe? Ich glaube, ich brauche wirklich Skip-Stage. Naja, gehen wir hier auf Next. Darf ich die Dinger nicht berühren? Ja, ich darf die Dinger nicht berühren. Okay. Und hier muss ich natürlich immer... Nein, doch nicht im Zickzack durch. Nein. Jetzt aber. Ha. Hopp, 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 hopp. Und damit habt ihr eure erste eigene Roblox-Obby erstellt, ohne irgendwelche Stages dafür bauen zu müssen. Alles, was ihr machen musstet, ist einfach nur so ein bisschen was umkonfigurieren an dieser schon fertigen Obby. Sieht jedes Mal anders aus, wenn ihr sie spielt. Ihr könnt gerne mal eure Freunde dann in das Spiel reinholen und denen sagen, guck mal, was ich für eine Obby gemacht habe. Und die denken sich, nur irgendeine Obby aus der Toolbox schon wieder. Wen interessiert's? Aber dann schickt ihr eure Freunde einfach in einen zweiten Server rein und dann sehen die, hä? Auf einmal sieht die Obby ganz anders aus. Warum? Weil sie immer wieder neu generiert wird. Wenn ihr das Spiel dann auch gut bewerbt in Roblox, es reicht eigentlich, das kann ich euch auch zeigen. Wir gehen einmal kurz wieder raus. Es reicht, wenn ihr in die Beschreibung von eurer Obby hier ein paar Tags reinhaut und dann wird das Spiel gefunden und auch gespielt. Um die Chancen zu erhöhen, dass euer Spiel gespielt wird, könnt ihr hier oben auch raufklicken, dann auf dieses Erlebnis sponsern gehen und dann müsstet ihr tatsächlich ein paar Robux bezahlen. Robux pro Tag 7. Weil ich habe nur 7 Robux mit Testboss-Boss. Aber das wird sich bestimmt sehr bald ändern. So. So, jetzt schreibe ich einfach super cool Obby rein. Ah, so ein Mist. Ich brauche mindestens 10 Robux. Hätte ich mal nicht einmal Skip Stage gekauft, um es zu testen. So ein Mist. Jetzt kann ich es nicht bewerben. Aber ihr seht, wir brauchen mindestens 10 Robux. Und dann reicht das schon, um euer Spiel zu bewerben, dass das auch mehr Leuten vorgeschlagen wird. Und dann spielen es auch mehr Leute. Und die kaufen sich dann Gamepässe. Und dann habt ihr das Geld ganz schnell wieder drin. Also so macht ihr wirklich gratis Robux in Roblox. Tut mir einen Gefallen und fallt nicht auf diese ganzen Scam-Sachen rein, die ihr im Internet seht. Auch nicht auf diese Scam-Videos, die ihr auf YouTube seht, wo die euch dann auf irgendwelche Webseiten locken. Robux könnt ihr nur kostenlos bekommen, indem ihr auf Roblox auch Sachen publish. Und Leute sich das kaufen. Wenn ihr Spiele in Roblox entwickelt, wenn ihr UGCs in Roblox macht, auch wenn ihr Merch in Roblox erstellt, so könnt ihr Robux verdienen und es gibt keine anderen Wege. Es gibt keine Robux-Generatoren, das sind alles Scams. Wenn ihr wirklich Free Robux wollt, dann besorgt euch von irgendwo... Oh, hier fällt man durch. Dann besorgt euch von irgendwo einen Laptop, wenn ihr noch keinen habt, oder am besten einen PC. Ladet euch Roblox Studio runter und... Macht einfach, was ich hier gemacht habe, dann habt ihr euer erstes Spiel und mit etwas Glück verdient ihr damit eure ersten Robux. Und nicht vergessen, je besser eure Spiele werden, desto mehr Robux könnt ihr auch damit verdienen. Also lohnt es sich, auch in Entwickeln besser zu werden, zu lernen, wie man programmiert, zu lernen, wie man bildet. Alles kann helfen. Ihr könnt euch auch natürlich mit anderen Leuten zusammentun, versuchen Freunde zu finden, die auch gerne Roblox-Spiele entwickeln und zusammen ein Spiel machen in einer Roblox-Gruppe, weil zusammen macht es viel mehr Spaß, dann ist es auch viel einfacher, weil ihr euch die Arbeit aufteilen könnt und nicht alleine ein gesamtes Spiel entwickeln müsst. Das hier habe ich jetzt in ein paar Minuten einfach so hingekriegt. Und ihr könnt das auch. Ihr müsst einfach nur anfangen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!